Sie machen die Bewegungen, ja? Und jetzt werden Sie ein bisschen, können Sie ein bisschen zur Seite gehen? Zur Seite, ein kleines bisschen, so, ja? Und jetzt werden Sie schon den jungen Mann begegnen, der mit Ihnen flirten möchte. Da ist er. Hände hoch! Hände hoch! Ja, warum seht ihr die Hände nicht oben? Höher? Gut. Keine Angst, Sie sind keinem Gangster in die Hände gefallen. Ich bin auch kein Räuber. Ich bin Roy Black. Guten Abend. Danke schön. Danke. Reich mir die Hand. Oh. Wie eiskalt ist dieses Händchen. Aber mir geht es genauso. Ich bin ganz aufgeregt bei Live-Sendungen. Sie auch? Ja, furchtbar. Aber was ich Sie fragen wollte, ich habe das Gefühl, Sie sind in festen Händen. Ne? Ja, sieht so aus. Richtig. Ja. Darf ich Sie um etwas bitten? Ja, bitte. Würden Sie mich einmal knipsen? Wissen Sie, ich habe das Gefühl, Sie haben eine richtig glückliche Hand zum Fotografieren. Moment, ich muss mich ein bisschen einkrampfen. Hört so. So. Ja. Ja, aber draufdrücken. Draufdrücken. Wo ist er denn? Nein, da ist er nicht. Moment, ich hätte. Nein, da ist er. Hier, das geht. Jetzt. Moment, noch hier, da, na, da, da ist er. Moment. Jawohl, danke. Das ging im Handumdrehen. Dafür werde ich mich natürlich revanchieren. Sekunde. Halt, ich habe hier was mitgebracht. Nehmen Sie gleich eine ganze Handvoll. Nüsse. Sie wissen nicht, wann Sie wieder welche kriegen. Schmeckt's? Ich nehme auch eine. Schmeckt's denn? Sagen Sie. Ich habe gehört, Sie leben bei Ihrer Großmutter. Ja, richtig. Ist sie denn sehr streng oder lässt sie Ihnen schon mal freie Hand? So. Macht sie schon, ja? Und handgreiflich? Wird sie nicht? Können ruhig sagen, sie ist ja nicht da. Wird sie nicht? Wird sie nicht, nein. Ja? Oh, das ist prima. Was ich Sie fragen wollte, was sind Sie vom Beruf? Halt, sagen Sie es nicht, machen Sie eine typische Handbewegung. Sie schreiben. Sie sind Sekretärin. Ja? Sie sind so was Ähnliches, ja. Schreibkraft. Prima. Ich muss mich jetzt schon wieder verabschieden von Ihnen, aber ich habe noch etwas, bevor ich gehe. Könnten Sie mir sagen, ich würde Sie gerne einmal besuchen, wenn Ihre Oma nicht zu Hause ist. Und ich komme da mit dem Zug und Sie müssen mir sagen, wie ich... Und Sie sollten mir sagen, wie ich vom Bahnhof zu Ihnen komme, zu Fuß. Ein bisschen zeigen, wie die Straßen links und rechts. Also, wenn ich also vom Bahnhof komme. Vom Bahnhof, Also, erstmal aus dem Zug aussteigen. Das ist klar, ja, das ist so, sonst klappt es ja nicht. Dann Richtung Wasserturm. Wasserturm. Ich wohne ja in Mannheim. Rechts oder links? Ich muss links. Mal. Links, links, ja. Links. Am links. Rosengarten vorbei, links. Links. So, links. 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 Und dann? Und dann am Rosengarten vorbei, Mannheim. Rechts? Ja, richtig. Rechts, ja, und dann? Und dann gleich wieder rechts. Und dann gleich wieder rechts, dann bin ich da. Dann sind Sie da. Danke, wir sehen uns, aber nichts der Omi sagen. Nee, alles Gute, auf Wiedersehen, bis dann. Tschüss. Danke sehr, sehr. Sie dürfen sich. Danke. Eieiei. Was anstrengend? Nein. Macht doch Spaß. Wenn Sie jetzt eben auf die Terrasse da Platz nehmen, da am ersten Tisch da, dann kommt jetzt aus die Kabine kommen Vater und Annette Marquardt, die nichts gehört und nichts gesehen haben. Kommen Sie bitte hier zu mir. Sie haben vorher das gesehen, was ich mit Heinz Eckner gemacht habe. Jetzt dürfen Sie das Gleiche machen. Insofern, dass Sie jetzt sich unterhalten werden mit einem jungen Mann und Sie werden dann die Bewegungen machen dazu. Ohne, dass ich spreche? Nein, Sie sprechen, ja, aber er macht nur die Bewegungen. So, Sie gehen hinter Ihre Tochter. So, und wenn Sie nun, am besten machen Sie einfach so. Nein, hier so, dann geht es am besten so. So, und Sie machen dann alle Bewegungen, alles, was er sagt und was Sie sagt, oder was Sie sagt, illustrieren. Ja, bitte, da kommt er schon. Guten Abend. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Oh. Die große Hände, bisschen große Hände. Aber sonst sehr hübsch. Sehr, mit den Händen. Aus den Sportlern, ja, aber. Ja, Sport. Darf ich Sie zu einem Trink einladen? Ja. Bitte trinken Sie ein Schlückchen mit mir zur Begrüßung. Prost, Prost, Prost. Schmeckt's denn? Prima. Ja, komm ein bisschen hierher, nehme ich jetzt ab. Was sehe ich da? Das haben Sie, das sind Sie schuld. Sie machen mich ganz nervös. Wieso denn? Was ist denn?
Sag ich nachher. Nein, halt hier, was ich hier sehe. Ja, das Sie sind verheiratet. Sie sind verheiratet. Nein. Und verlobt. Nein. Den hat mir die Urgroßmutter vermacht. Das soll ehrlich. Das soll ich glauben. Ehrlich. Also gut, gehen wir mal weiter. Darf ich Sie um was bitten? Um was denn? Würden Sie mich mal knipsen? Ich habe das Gefühl, Sie haben eine glückliche Hand zum Fotografieren. Moment, ich muss mich ein bisschen aufstellen. Ja, Lächeln. Das Bekannte. Jetzt, ja. Sagen Sie, wo gucken Sie eigentlich hin mit der Kamera? Da oben, da rauf geguckt. Nee, das hat schon gestimmt. Prima, ich bedanke mich. Ich möchte dafür nicht mit leeren Händen vor Ihnen stehen. Ich habe hier was mitgebracht, tolles Geschenk. Nehmen Sie gleich eine ganze Handvoll. Waren Sie im Schwarzen? Nicht alles, eine Handvoll. Hier, eine Handvoll. Sie wissen nicht, wann Sie wieder Erdnüsse kriegen? Schmeckt's denn? Ja, schmeckt's immer auch ein paar. Ist ja gut. Die Hände, sonst wäre ja alles in Ordnung. Danke. Apropos Handvoll. Ihr Vater ist ja nett, er trägt Sie sicher auf Händen, ne? Ja, ja. Ja, macht er das? Das glaube ich schon, ja. Sie sind, was ich wissen will, ich habe gehört, dass Sie Sportlerin sind. Mhm. Sie spielen Tischtennis. Nein, Tennis. Tennis. Mein Papi spielt Tischtennis. Papi spielt Tennis, ja. Mhm. Könnten Sie mir zum Beispiel zeigen, wie man eine Angabe macht? Beim Tennis. Beim Tennis? Ja. Mhm. Ja. Wenn Sie typische Hand. Ja. Und ein Schmetterball? Ah, den gibt's ja, das ist Tischtennis, wieder was anderes, gell? Ja, also ich sehe, Tennis ist ganz wichtig, dass man immer so macht. Genau. Der Seite kommt, ja. Immer von hinten hochholen. Ja, genau. Ich habe mich sehr gefreut, Sie kennenzulernen. Ich habe noch am Schluss eine Bitte an Sie. Folgendes, ich würde Sie gern einmal besuchen, aber wenn Ihr Vater natürlich nicht da ist, ja? Mal. Wenn er nicht da ist? Ja, natürlich. Das oh, das mag er nicht gerne. Aber wäre das nicht einzurichten? Ich würde dann mit dem Zug kommen. Und wenn Sie mir das jetzt beschreiben vom Bahnhof, wie ich hinkomme, ein bisschen so die Straßen links und rechts, dann würde ich das gerne machen. Also gut, dann ganz kleiner Bahnhof. Sehr begeistert sind Sie ja nicht, habe ich gefragt. Ja, ich muss ja jetzt mich konzentrieren auf den Weg. Ja. Hm? Ganz kleiner Bahnhof. Ja. Und da fährt man eine Straße, alles geradeaus. Rechts vom Bahnhof, alles geradeaus. Rechts vom Bahnhof, dann geradeaus. Ja, alles geradeaus. Mhm. Dann kommt eine Unterführung. Durch die Unterführung. Ja. Dann muss man links fahren. Links. Und dann? Und dann alles geradeaus. Und dann kommt ein Friedhof. Oh Gott. Auf der rechten Seite, auf der linken Seite ist Suchar. Oh, das war Schleichwerbung. Ja? Ja, ist eine Fabrik. Ich dachte Diskothek. Nee. Und dann fährt man rechts rein. Rechts rein? Da geht es ein bisschen so um die Ecke. Und dann wieder alles geradeaus. Es ist schwierig zu Ihnen zu kommen, aber es lohnt sich. Und dann links, da steht ein Neubau. Ja. Und da wohnen wir, im vierten Stock. Gut, geht. Bis dann und nichts dem Vater sagen. Hm. Machen Sie mir noch einen Gefallen. Drücken Sie mir die Daumen. Ja, danke. Toi, toi, toi. So, kommen Sie rüber. Ja. So. Das war irre, hä? War schön. Das war ich. Ich glaube, ich schwitze. Aber das ist eigentlich für dich auch ein Spiel. Du weißt auch nicht, was auf dich zukommt. Nein, jetzt musst du Punkte verteilen. Und es gibt 4, 3, 2, 1 Punkt. Ja. Ich würde sagen, wie viele Punkte gibst du dieses Paar? Wer kriegt sie kriegt 4, sie habe ich fertig gemacht. 4 Punkte für Annette Marquardt. Und wie viele Punkte kriegt der Vater? Du hast noch 3, 2 oder 1? Vater kriegt 2. 2. Ja. Das sind zusammen, Moment, Reut, das sind zusammen 6. Wir müssen das notieren, damit wir das wissen. 6. Und dann hast du noch übrig 3 und 1. Ja, hier ist 3 und hier ist 1. Das sind 4 zusammen. Ja. Für Großmutter und Enkelin Schmitz 4 Punkte dazu. So, Roy, das war heute eigentlich dein Fernsehpolterabend. Mein Fernsehpolterabend. Weil du wirst sehr bald heiraten. Ja, aber ich muss meine Besuche noch zuerst absolvieren. Oh ja, natürlich. Aber es war das letzte Mal, dass du im Fernsehen noch mal flirten durftest, nicht? Ja. Weil die Silke wird bestimmt in ein paar Tagen etwas dagegen haben. Ja. Und es war das letzte Mal, dass du als Junggesell hier im Fernsehen aufgetreten bist. Ja, okay. Und weil du bald poltern wirst, habe ich ein kleines Geschenk für dich. Da ist es. Oh. So, für den Polterabend. Dankeschön. Herzlichen Dank. Danke. Und auf Wiedersehen. Danke. Tschüss, Roy. Ja.